Die doppelte Staatsbürgerschaft, auch Mehrstaatlichkeit genannt, ist in Deutschland traditionell ein Streitfall. Aus linksliberaler Sicht wäre man eher für eine doppelte Staatsangehörigkeit. Die linksliberale Sicht auf die Staatsangehörigkeit wäre in etwa so, dass man sagt, dass die Einbürgerung ja letztlich nichts anderes ist als ein Verwaltungsakt ohne besondere Bedeutung. Die Staatsbürgerschaft wäre ja eigentlich nur eine juristische und keine kulturelle Frage. Der deutsche Pass aus linksliberaler Sicht wäre also eigentlich nur ein Stück Papier. Und die Mehrstaatlichkeit wäre aufgrund der vielen Ausnahmen, die es ohnehin schon gibt, faktisch jetzt schon ein Regelfall. Und die Mehrstaatlichkeit würde eigentlich auch nur die komplexe kulturelle Identität von Menschen mit Migrationsgeschichte abbilden. Und die Mehrstaatlichkeit wäre deshalb eben auch eine Identitätsbereicherung für die betroffenen Menschen. Mehrstaatlichkeit wäre zudem auch die Anerkennung einer multikulturellen Gesellschaft, denn man wäre ja dann nicht nur deutscher Staatsbürger, sondern eben auch deutscher Staatsbürger. Und würde Deutschland die Aufgabe einer alten Staatsangehörigkeit, einer alten Staatsbürgerschaft für die Einbürgerung in die deutsche Gesellschaft verlangen, würde man den betroffenen Menschen ein Stück ihrer kulturellen Identität wegnehmen. Die konservative Sicht auf eine doppelte Staatsbürgerschaft wäre grundlegend anders. Hier wäre man eher gegen eine doppelte Staatsangehörigkeit. Man würde so argumentieren, dass die Staatsbürgerschaft ja am Ende einer gelungenen Integration in die deutsche Gesellschaft stehen muss und nicht am Anfang. Erst muss Integration geleistet werden, dann kann man die deutsche Staatsangehörigkeit erhalten. Der deutsche Pass wäre eben nicht nur ein Stück Papier, sondern würde ein ganz klares Bekenntnis zur freiheitlichen, demokratischen Grundordnung des Grundgesetzes verlangen. Es gibt ja schließlich auch keine doppelten Parteimitgliedschaften, denn Parteien würden von ihren Mitgliedern mit Recht auch ein Bekenntnis zu den Werten und Ideen der jeweiligen Partei verlangen. Parteien erwarten Loyalität, sie erwarten Solidarität und selbstverständlich fordern sie die Aufgabe einer alten Parteizugehörigkeit als Voraussetzung für eine neue Parteimitgliedschaft, wenn ein Mensch einer Partei beitreten will. Die Staatsbürgerschaft wäre deshalb eher eine Belohnung für Integration und eine Belohnung für Loyalität zum neuen Heimatland Deutschland. Und daher muss einer Staatsbürgerschaft das Bekenntnis zu einer deutschen Leitkultur vorausgehen. Eine doppelte Staatsbürgerschaft würde eher zu einem Identitätsdilemma führen, da die kulturelle Zugehörigkeit und Loyalität in diesem Fall eben nicht geklärt werden. Nun, welche Sichtweise ist denn jetzt nun die richtige? Das ist natürlich schwierig zu beantworten, denn letztlich handelt es sich bei der Frage nach der doppelten Staatsangehörigkeit um eine Wahrnehmungs- und Wertigkeitsfrage, die man eigentlich nur politisch entscheiden kann. Die Frage ist ja eigentlich die, welche Bedeutung hat die deutsche Staatsangehörigkeit für die deutsche Gesellschaft und was verlangt sie von Menschen, die sich einbürgern lassen wollen, als Gegenleistung?